Also ich habe noch nie so einen schlechten Tag gehabt wie heute. Na, natürlich, super geil. Ja, Wahnsinns zweiter Lauf, ein bisschen up and down natürlich gewesen mit dem ersten Lauf, aber ja, extrem happy und erleichtert, dass er letztendlich so eine WM-Medaille erreicht hat. Na, ganz ehrlich, man schaut schon, dass man für sich da das Beste rausquetscht. Natürlich wäre ich auch gerne ein bisschen schneller gewesen im ersten Lauf. Der war mir für meinen Geschmack auch ein bisschen zu langsam, aber es war, wie es war. Und es hat auf alle Fälle zu Silber gereicht und dadurch hat es trotzdem alles in allem gut gepasst. Ob so ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle finde ich es super schön, dass jetzt wir eine Medaille haben für das ganze Team. Nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team. Alle haben hart gearbeitet, gekämpft und dadurch freut es mir einfach. Und jetzt drücke die Jungs die Daumen und auch die Slalom-Mädels und das Gas geben. Einfach Spaß haben, eine super coole Piste darunter. Von den Verhältnissen auch sauschön zu fahren und dadurch freue ich mich da schon auf den Rennen. Ja, vom zweiten hat es mir nur geheißen, Vollgas von oben bis unten. Das halt einfach besser machen, was im ersten nicht so gut funktioniert hat. Ja, und ich war am Ziel, ein bisschen über 7/10 Vorsprung, habe ich schon gedacht, oh, das ist für ein bisschen zu wenig, glaube ich, dass es dann reicht für Medaille. Aber als dann jede langsamer runterkommen ist, natürlich ist er ein bisschen gestiegen. Aber ich muss sagen, im Vergleich zum Super-G habe ich jetzt nicht irgendwie gedacht, es wird jetzt eine Medaille oder so, sondern war eigentlich eher immer so, dass man dachte, okay, es wird knapp wahrscheinlich keine Medaille. Und dadurch war ich von den Gefühlen her ein bisschen mehr am Boden als jetzt im Super-G. Und das war nicht ganz so nervenaufreibend, aber natürlich am Schluss immer spannend. Ja, natürlich ist es schön und es hat einfach die letzten WMs nicht ganz sollen sein. Es waren immer irgendwelche Kleinigkeiten, die nicht zusammengepasst haben. Und jetzt hat es endlich gepasst und dadurch ist es wirklich ein richtig schöner Tag.